Es ist eine große Herausforderung, aus 7 Millionen Objekten und Artefakten 250 Stücke auszusuchen. Und man folgt natürlich einer bestimmten Idee, einem Konzept. In dem Fall war die Idee, herausragende Objekte darzustellen aus verschiedenen Weltkulturen, aus den Weltregionen, die auch im British Museum als Sammlung sich wiederfinden. Und es gibt natürlich rote Fäden, Aspekte, denen man gefolgt ist. Ein Aspekt dieser Ausstellung ist zum Beispiel, wie geht man auf der Welt in den unterschiedlichen Kulturen vor mit dem Thema Tod, Jenseits? Wie geht man um mit Macht? Wie geht man um mit Konflikten oder mit den künstlerischen Ausdrucksformen? Und das Erstaunliche ist, und das ist auch ein wesentlicher Konzept der Ausstellung, zu zeigen, es sind nicht so viele unterschiedliche Entwicklungen auf der ganzen Welt, sondern es sind viele globale Entwicklungen. Es ist vieles, was uns verbindet, was die vielen Kulturen auf der Welt verbindet. Zur gleichen Zeit passieren ähnliche Phänomene und man nimmt sie in vielen Regionen dieser Welt auf. Es sind immer wieder Objekte, die bestimmte Etappen markieren oder die bestimmte Meilensteine auch in der Entwicklung der Kulturgeschichte, der Menschheitsgeschichte markieren. Ich nenne als Beispiel ein Hackwerkzeug aus Tansania, ein Objekt, was 2 Millionen Jahre alt ist und auf den ersten Blick etwas unscheinbar aussieht, wie ein leicht bearbeiteter Stein. Es ist aber einer der ersten technischen Erfindungen des Menschen. Es ist ein erstes Werkzeug und es markiert auch wirklich einen zentralen Punkt in der Menschheitsgeschichte. Es wurde 1931 in Tansania entdeckt und das war der Wendepunkt. Man stellte nämlich fest, dass die Wiege der Menschheit dort liegt, in Afrika, in Tansania. Und das ist natürlich eine unglaublich spannende Geschichte. Und so versucht man hinter diesen Objekten, die vielleicht manchmal auch auf den ersten Blick unscheinbar wirken, solche Geschichten zu entwickeln und dem Publikum nahezubringen. Es ist sehr wichtig, dass die Besucher und Besucherinnen diese Ausstellung nach Hause mitnehmen, dass das British Museum nicht nur ein großes Haus der Weltkulturen ist, vielleicht das größte auf der Welt, sondern dass es auch eine Forschungsinstitution ist, dass es ein Haus ist, was permanent sammelt, und zwar nicht nur Artefakte, alte Objekte, sondern auch zeitgenössische Kunst sammelt, um zu bezeugen, die Entwicklungen gehen weiter, man setzt sich weiterhin mit den Weltkulturen auseinander, es ist also kein abgeschlossener Prozess. Und ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, und das zeigt auch unsere Ausstellung, es gibt keine Steigerungen innerhalb der einzelnen Sammlungen, es gibt keine Steigerungen, wenn man von Raum zu Raum geht, sondern es ist ein großes Ganzes, und das verdeutlicht die Präsentation hier, und das ist auch ein ganz zentraler Aspekt des British Museum.
Thank you.